Willkommen zurück zu Miss Survival. Mit mir ist Selina Survival. So. Und zwar habe ich gerade ausprobiert, ob man das kaputt machen kann. Weil ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch einfach alles neu mache. Alles neu. Aber man kann es nicht kaputt machen. Was mich echt ein bisschen traurig stimmt. Weil ich hätte es gerne kaputt gemacht. Kaputt gemacht. So kann man das kaputt machen. Ja. Das geht wenigstens. Okay, aber das bleibt dann halt trotzdem bestehen. Ah, Mensch. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich die ganzen Häuser hier da so einfach wegmache. Mich da so eine Baufläche hinmache. Das ist, was ich meine. Es ist zwar viel Arbeit, aber momentan können wir sowieso nicht mehr machen. Wisst ihr, was ich meine? So. Oder wir bauen hier hinten an. Und lassen das alles stehen. Eins ist auf jeden Fall sicher. Und das ist halt wirklich, das ist sicher. Das Ding hier kommt weg. Denn es steht übelst schief. Und es regt mich übelst auf. Bin ich ehrlich zu euch. Also, dass ich das nicht gerade hingestellt habe, das da fehlt mir alles. Also, das machen wir heute auf jeden Fall. Wir reißen das Haus ab. Dann alle, die schreien, nein, das ist nicht schlimm. Wir bauen es neu. Vielleicht. Oh, Moment, wir können noch mehr Wassertanks holen. Wir können ja noch mehr Wassertanks holen. Ich darf wie heißt er? Darf ich nicht vergessen. Dein Ernst? Scott, geh da nicht hin. Haus gucken. Was passiert denn? Wenn Scott da drin ist und nicht das Haus abreiße. Ich frage für einen Freund. Ja, mit dem Generator sollte ich vielleicht nicht so viel Blödsinn machen. Der war doch ein bisschen teuer. Oh, weil da die Dings noch drin sind, ne? Oh, Moment, Moment, Moment. Da war was. Was gesehen. Oh Mann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat toll geklappt. Sehr, sehr schön. Das hat toll geklappt. So, dann muss ich aber auch das kleine Ding hier erstmal wegmachen. Dann bauen wir das ein bisschen weiter hinten rein und dafür machen wir dann gleich hier so ein Ding. Ne? Machen wir so. Hätte ich das. Ah, aber nee, wenn ich das move, dann fällt es da ja rein, ne? Oder? Nee, nee. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, dann nehmen wir jetzt den Vorschlaghammer. Ist da überhaupt noch. Wow, ist da überhaupt noch was drin? Nö. Nö. So, ich speichere jetzt und warte, bis ein bisschen reingeht. Soll ich? Ja, eigentlich warum nicht? Was soll schon passieren? NPC? Geh mal, Scott, komm mal mit. Psst, komm mal mit, Scott. Moment, ich blieb jemals zum Leben. Wow. Ah, oh, Kate, komm. Kate, komm mit, du bist eh nutzlos. Komm mit. Ich will wissen, was passiert, wenn du ins Wasser fällst. Kommst du da wieder raus? Ich meine, rein theoretisch, ja. Weil die ganzen, wenn man sich mal überlegt, die ganzen Untoten, die sind ja auch unter Wasser da.
Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, lauf rein. Geh weiter. Geh weiter. Deine Schuhe sind kaputt, Kate. Wollte ich ja nur mal sagen. Schneller! Schneller! Bevor sie wieder rauskommt. Ich bin so gemein, ich weiß. Ist okay. Oh, Tschüssikowski. Ja, die kommt einfach. Überhaupt nicht gruselig. Okay. So. Ja, ich habe gerade gesehen, dass die ganzen Sachen da runtergefallen sind. Ich habe das auch gesehen. Alles gut. Ist nicht schlimm. Ich. So. Ja, jetzt, ne? Jetzt macht er das. Die Sache ist, wenn ich jetzt mit dem Auto da unten reinfahre. Ganz ehrlich, so einen Truck kann ich mir eh noch mal holen. Gibt es ja genug. Und die Sachen ausbauen kann ich ja trotzdem da unten drunter, aber dann könnte ich die ganzen Components holen. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen das. Ich meine, ich habe ja noch gespeichert. Falls irgendwas schief gehen sollte, kann ich jederzeit zurück. Ich werde jetzt auch nicht vorerst nicht mal neu speichern, bis ich wirklich sicher bin, dass alles wirklich so läuft, wie ich denke, dass es läuft. So, was haben wir hier? Nichts. Oh, ja. Yeah. Das Gute ist, dass man nicht ersticken kann. Sag mir bitte nicht, dass ich genau da stehe, wo eigentlich sein sollte. Weggeschwemmt worden. Weil das ist ziemlich weit weg von unserer Basis. Ah, nee, wahrscheinlich sind die gefallen. Wahrscheinlich gibt es hier kein richtiges. Wisst ihr, was ich meine? Weil da oben geht es ja schon nach oben. Ja. Boah, ich muss übelst aufpassen. Für die Bra paar Bretter ist das eigentlich nicht wert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Dann überlegen. Wie gesagt, für die Verbretter war es jetzt das eigentlich nicht wert. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Weil ich hätte die Sachen auch so bekommen. Auch nicht gerade. Na egal. Machen wir mal ein Auge zu. Ansonsten könnte ich ja hier eigentlich so einen kleinen geraden Weg bauen. Nö. So. Die Gartenbox da hinten kann ich euch holen. Will ich jetzt nochmal neu starten? Wie gesagt, eigentlich kann ich das. Ja, eigentlich könnte ich mit dem Auto Teile einfach holen. Weißt du, was ich meine? Beim Haus steht noch ein Pickup. Ist ja jetzt nicht weg. So, das müsste gerade sein. Achso, einen Hammer brauche ich. Also jetzt kann man auch kleinlich werden. So. Falsch. Wenn ihr wüsstet, wie sehr das wehtut, wenn ich nach unten gucke, wenn ich so nach unten gucken möchte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist. Ich habe gestern Abend. War alles in Ordnung? War alles wirklich vollkommen in Ordnung? Ich lege mich ins Bett. Plötzlich Schmerz. Ich bin nicht mal irgendwie. Egal. Wieso ist das? Irgendwie egal, wie ich es drehe, außer als wäre es schief. Entweder ist es da schief oder ist es da schief. Wir werden sehen. So. Bretta, 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 Bretta. Brauche noch einen Hammer. Ja, egal, wir lassen das Auto jetzt da unten. Okay, es gibt einen kleinen Cut. Ich bin gleich wieder genau hier. Bis gleich. Simsalabim, Hokus Pokus. Badam, tada, das Auto ist da. Ja, das ist YouTube-Magie. Nein, ich habe es natürlich dahin gebracht. So.
Und zwar, schade, dass man das Gerät hier nicht hier machen kann. Sonst hätte ich das gemacht. Bin ich ehrlich zu euch. Wir werden, ich habe mir überlegt, wir werden hier kein Haus hinbauen. Werden wir nicht. Wir werden hier einen Parkplatz hinbauen. Alles aus diesen wunderschönen Dingern. Und werden dann einen Weg nach hinten rein. Und das hier wird auch abgerissen. Wir bleiben wirklich hier so auf der Seite. Ja, das ist so der Plan. So, Hühner und so weiter, das wird auch alles umgezogen dann in unseren Wohnbereich. Wir machen es uns richtig schick. Also das ist ja jetzt erstmal meine Vision. Ja, warte. Ja, so. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, bitte wundert euch nicht, dass ich den neuesten Patch nicht ansprechen werde. Wir fahren weg für 2 Wochen. Währenddessen möchte ich trotzdem den Kanal mit irgend... Nein, nicht mit irgendwas befüllen, sondern mit Sachen. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil ich mir denke, oh, irgendwas muss ich ja bringen. Ich hätte noch etliche andere Sachen, die ich bringen könnte. Ich möchte jetzt aber... Ich habe so lange auf das Update gewartet, um nochmal die Staffel 4 dann zu starten, um dann weiterzumachen. Und ja, wie gesagt, ich habe da ein paar Ideen, die ich bei anderen gesehen habe. Da habe ich mich inspirieren lassen, so nennt man das. Und habe überlegt, wie ich das so in mein eigenes umsetze. Jo. Und das seht ihr dann jetzt im Laufe dieser Staffel. Wie wir uns eine wunderschöne, wunderschöne. Ja, es war nicht viel unten, ehrlich. Also es hat sich voll gelohnt. Ich glaube, ich hätte mir richtig in den Po gebissen, wenn ich rausgefunden hätte, wie viel aus dem Haus wieder rauskommt. Dass ich mein Auto einfach hab da unten stehen lassen. So. Ich meine, sind wir mal ehrlich, an Nägeln und so weiter mangelt es uns nicht. An Gesprächsthemen mangelt. Also jetzt hoffentlich nicht. Aha. Ich glaube, ich werde das auch gleich bauen müssen. Lass mich durch. Ich bin Arzt. So. Ansonsten können wir die ja jetzt immer wieder anstiften. Holz fällen kann Scott. Und die Mädels können das dann verarbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir kommen klar. Vielleicht kommt das hier. Vielleicht werde ich nach und nach die Häuser abreißen. Das hindert mich eigentlich daran, alles einfach blank zu machen. Bis auf die Schmiede, weil die geht ja jetzt nicht weg. Nee, ich finde die Kreuzung da schon schön. Die beiden Häuser können ja auch bleiben. Die sind ja auch schön gesetzt, sag ich es mal so. Weil hier kann man so rein. Und dann hallo, das ist das Durchgangshaus. Und. Nee, bleibt so. Bleibt so. Hier ist sogar schön so. Ne? Nee, das bleibt so. Das bleibt so. Lass mich vorbei. Ich muss arbeiten. Hallo? Oh, Rachel. Ach, Kate, du denkst aber auch nicht nach. So, wo hatte ich die Nägel drin? Ich glaube, die Nägel hatte ich beim Werkzeug. Übrigens ist jedes Ding jetzt hier für ein Autoteil. Genau so war das. Also genauso sollte es sein. Sagen wir es mal lieber so. Okay. Davon werden wir viel brauchen. Aber das haben wir ja. Wir haben ja wirklich, ressourcentechnisch haben wir ja was. Und wenn wir uns so eine richtig schöne Base hinbauen, ich hoffe ja, es wäre halt schon nicht so gut für mich, wenn es dann doch irgendwann alles vibet. Das wäre dann wirklich so, ja. Habe ich gut gemacht. Und übrigens meine Munitionskiste. So, da hatte ich nicht einen Hammer. Jo, Hammer, Säge, Axt. Naja, komm, die geht noch. Die geht. Was habe ich noch gebraucht? Bretter habe ich. Nägel. Nägel hatte ich noch. Nägel. Nägel. Nägel.
Nee, egal. Wisst ihr was? Ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Ich habe das Gefühl, dass was verschwunden ist. Weil das hier war auch fast voll. Erinnert ihr euch daran? Ich spreche mit dir. So, okay. Ich habe keine Ahnung, wo meine Nägel abgeblieben. Kann auch sein, dass die einfach despawned sind. Auch gut möglich. Hier waren keine Nägel. Ne, hier war es. Das heißt, das ist der einzige Raum, der wirklich aufgeräumt ist. Alle anderen Chaos. Pur. Ja. Ach, da. Ha. Da waren meine Nägel. Ihr habt es bestimmt gesagt und ich habe es nicht gehört. Müsst ihr lauter schreien? Macht Tiva noch? Nein. Okay. Ah, stimmt, da brauchen wir ja die Säcke. Ich glaube, einige Sachen werde ich zwischendurch machen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Säcke brauchen werde. Die Waffen und so weiter, kommen, die legen wir weg. Da sind wir mal ehrlich, wir brauchen ja hier jetzt nichts. So. Die Werkzeuge kann ich jetzt hier runterziehen, dann weiß ich, dass ich sie dabei habe. Ah, okay, Säge geht. Ja, trinken und essen brauche ich auch nicht. Sind wir für was? Wer braucht das schon? Das wird noch Ärger geben. Ich weiß es. So. Ich weiß gar nicht, wie viel in einen Sack passt. Wir werden einfach mal ein bisschen schaufeln. Ne? Ging das nicht so? Oh, ich habe voll vergessen, wie das ging. Ah, okay. Steinboden? Nix. Realistischer wäre es, wenn der Boden sich ein bisschen absenken würde. Dass man dann halt auch Sachen ebnen könnte. Das wäre geil. Oder? Aber gut, ich glaube, das Spiel ist noch sehr weit davon entfernt, das so zu machen. Okay, ein Sack sind 10 Kilo. Das heißt, ich brauche noch 2 Säcke, damit ich immer diese 50 Kilo habe. So. 2 Säcke, kommt sofort. Wie das klingt. Ja. Ich brauche 6, okay. 6 Stoff. So. Ihr dürft Wetten abschließen, ob der Schmerz aufhört oder dann. Nein. Ah, oh Gott. Es ist halt wirklich, das beschäftigt dann einen auch, ne? Wenn man halt die ganze Zeit so da sitzt und sich denkt, aha, oh, hör auf. Könnte halt auch alles stressbedingt sein. Weil packen, aufnehmen. Aber ich bin da auch so ein Mensch. Ich glaube, es wird mir dann auch keine Ruhe geben. Und ich war jetzt schon so happy, dass Mist Survival noch gekommen ist, bevor wir weggefahren sind. Eigentlich hätten wir ja schon weg sein sollen. Wären wir nicht alle krank geworden. Ja, ja. Passt. Ne? Verschwangelt hat Luft. So. Schade, dass mich sowas nicht auf irgendeinen Hotkey legen kann. Sondern dass ich jetzt wirklich alles einzeln immer raussuchen muss. Das ist ein bisschen daff. Oh. Ja, ich hätte vielleicht erst die Säcke holen sollen. Ja, ich hätte erst die Säcke holen sollen. Wartet mal kurz. Ich muss nur ein bisschen schaufeln, okay? Ehrlich, Boden hier noch zu hart.
Also ich muss 50 Mal. Oh, ich weiß gar nicht, hört ihr das Klicken? Ich hoffe nicht. Weil das Mikrofon steht ja jetzt ein bisschen so weiter. Nee, aber das ist Tastatur und so. Ich glaube, es hat tatsächlich der Nebel schon begonnen. Und ich stehe hier und schaufel. Ich stehe hier und schaufel mein eigenes Grab. So fühlt es sich ehrlich gesagt ein bisschen an. Mit dem Wissen, dass die hier irgendwo rumlaufen. Aber ich gehe gleich rein, mach die Tür zu und dann ist gut. Ich denke mal, ich lege mich dann auch nochmal schlafen. Weil die Fettigue ist halt nicht so. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Fettigue heißt. Es klingt halt total komisch, wenn man Fettigue heißt. Okay, sehr schön. Ich muss Google mal befragen. Google weiß sowas. Alles okay, Kate? Tu's nicht. Glaub mir, das Leben bietet noch mehr. Das ist nicht alles, was wir gesehen haben. Und sie ist ab ins Wasser. Okay. Könntest du mir die Tür zulassen? Gibt's eins mit der Schippe? So, wir werden auch gleich mal gucken gehen, was unsere Süppchen sagen. Ach, Leute. Moment, ich muss die umlagern, sonst raste ich aus. Meine aktive Base. Lasst mich in Ruhe. Aber wirklich alle da drinnen, ne? Und alle bedienen sie gleichzeitig die Tür. So, dein Ernst? Nee. Oh, ich kann auch geklickt halten. Stimmt ja. Da war was. Und nein, ich lasse euch jetzt nicht bei jedem Mal dabei sein, dass ich jetzt hier schippe. Das ist das letzte Mal, versprochen. Ich bin am überlegen, ich meine, so viele Säcke kann ich gar nicht basteln. Aber was ich machen könnte, ist Baupläne. Könnte ich hinmachen. Und dann könnte ich ja wenigstens nochmal das Grundgerüst soweit, ne, fertig machen. Oder ich könnte alles Schnellbau machen. Wisst ihr, dass ich es aufnehme? Und nur wenn ich irgendwas plane, dann halt was dazu sage. Und ansonsten Schnelldurchlauf und Musik. Hat du was getroppt? Du, der da unter meiner Mine liegt. Weil hier würde ich dann so einen Weg nach vorne machen, oder? Ja. Ja. Das ärgert mich jetzt natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch nicht bewegt, ne? Ich wollte sowieso keinen Sinn haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich wusste ja, dass das passieren wird. Aber es hat mich auch übelst geärgert, dass da kein sauberer Schnitt ist. Weil da kann man ja Sachen dann hinpflanzen. Ja, wie so eine Art Blumen. So. Okay. Und hier könnte man auch schief so einen Weg machen. Das machen wir. Machen wir. Ah, ich wollte gerade sagen. Hier müsstest du drei. Ja, warum nicht? Warum nicht? Hier kommt dann der Parkplatz hin. Hier können dann die beiden Autos stehen. Kommst dann halt hier reingefahren, parkst hier. Und steigst dann aus. Und hast dann hier die Base. Oder? Ja, klingt gut. Und das hier sind halt so Lagerhallen und ach, keine Ahnung. Wir haben ja noch so viel in der Welt zu erleben, zu entdecken. Und ja. Apropos inspirieren lassen. Fand ich nämlich auch ganz geil. Bin ich auch am Überlegen, ob wir das auch machen wollen. Bin nur am Überlegen, wie ich das machen soll. Müsste ich halt irgendwas finden, wo das gecheckt wird, ob da ein Virus drin ist. Aber
Ich habe mir überlegt, viele schreiben ja oft, wie sie ihre Base gebaut haben. Und ich habe mir überlegt, wir könnten es ja eigentlich so machen, dass ihr mir eure Save-Dateien zuschickt. Würde ich dann auch nochmal sagen, wie ihr an die Save-Dateien kommt. Und ich dann mal eure Basen zeige. Was heißt das, Basen? Bases? Ach, keine Ahnung. Eure Basics. Nein. Ja, was haltet ihr von der Idee? Also, wie gesagt, wenn jetzt während diese Folge kommt, bin ich wahrscheinlich noch im Urlaub. Bei der Familie zu Besuch. Urlaub ist das nicht. Also, ich muss ja dann immer noch trotzdem alles machen. Ja. Essen. Trinken, nein. Essen, aufs Kind aufpassen. Sachen. So. Okay. Also, ich, wie gesagt, ich würde das dann so machen. Und hier denke ich mal zwei breit, ne? Oder drei breit. Ja, das geht sich nicht ganz aus. Aber das Haus wollte ich, glaube ich, sowieso mal wegmachen, dann die Lagerhalle. Dann können wir nämlich ein anderes Häuschen als Lagerhalle nehmen. So, die Sache ist, die kommen aus der Welt runtergeschmissen, ne? Weil dann könnten die rein theoretisch auch hier auf den Dingern landen. Bitte geh nicht raus. Bring mich hier nicht um. Bringen Sie mich bitte nicht um. Oh, war die beste Idee überhaupt, kein Wasser und Trinken. Egal. Machen wir morgen. Essen wir ein schönes Süppchen. Jetzt auch nicht mehr so lange. Okay, eine Stunde zu wenig war das. Aber ich bin sowieso wach, wollte ich sagen. Ich werde sowieso wach werden, mitten in der Nacht. Geweckt von meinem Hunger. Ja, ach, das mit dem Verhungern. Das ist nur ein Gefühl. Ja, okay. Die können dann da besser spawnen. Spawnen können die besser. Ihr lasst mich nicht schlafen. Oh, wisst ihr noch, wie ich es für eine gute Idee fand? Ihr geht weg. Wieso ist die Tür da auch offen? Ey, Leute, so geht das nicht. Mal diesen Mitbewohner. Wenn? Ihr das auch? Ich kann nicht schlafen. Mal abgesehen vom Hunger. Ich habe auch nichts, um mich zu verteidigen. Einfach nichts. Oh, ich werfe mir ein Stück Kohle an den Kopf. Eine Batterie. Nein. Brett vom Kopf. Ist jetzt gut. Es reicht jetzt. Boah, ohne Witz. Ich gehe jetzt da raus und klopp ihn kaputt. Ist mir egal, dass ich durstig und hungrig bin. Das stört meinen Schlaf. So, Ruhe jetzt. Was habt ihr gedacht? Dass ich ernsthaft gegen den kämpfe? Ohne Waffe? Ja, ich weiß, die Axt ist auch eine Waffe. Ja. Wer lässt denn hier immer die Türen offen? Oh, und hüp. Nein, die Suppe war ja im Kühlschrank. Sich. Während ich esse, geht die Haltbarkeit runter. So, wie geht's dir jetzt? Besser.
Hab ich doch gewusst. Wo sind die anderen drei? Wo sind Tick, Trick und Track? Möchte nicht stören. Und die Mädels? Na, die schlafen wahrscheinlich unter Wasser. Höchstwahrscheinlich schlafen die unter Wasser. Ja, ich meine, okay, gut, was habe ich erwartet? Ich baue eine Wasserbase. Also, beziehungsweise eine Base auf dem Wasser. Was habe ich erwartet? Dass die das nicht machen? Natürlich machen die das. Okay. Also, wie gesagt, hier die Vorratskammer, die würde sowieso nochmal wegkommen. Ich glaube, ich baue auch keine normalen kleinen Hütten mehr. Wohl doch. Ja, doch, doch, doch. Das hier lasse ich dann hier stehen. Dann, ja, der Schmied. Schade, dass man die nicht einzeln leben kann. Oh, das Spiel hat da wirklich so viel Potenzial. Ah, da. Das Kate. Ohne Arm. Es sieht halt jedes Mal so aus, als hätte sich den Arm ausgekugelt, oder? So fühlt sich übrigens meine Hand auch an. Beziehungsweise mein Arm. Okay, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, lasst auch ein Like da, wenn es euch gefällt. Bye, bye.